Wenn die Sonne am Himmel brennt, ist Vorsicht geboten. Wer bei diesen Temperaturen trotzdem nicht nur auf der faulen Haut liegen kann und Sport macht, sollte ein paar Sachen beachten. Denn nicht jede Sportart ist bei diesen hohen Temperaturen gut für den Körper. Diplom-Sportlehrerin Carola Wiesner weiß, wie man es richtig macht. Man sollte unbedingt darauf achten, dass man das Herz-Kreislauf-System nicht noch extra belastet. Das heißt, ich würde abraten, Ausdauertraining zu machen in dieser Hitzeperiode. Man kann aber immer was für die Beweglichkeit tun und auch einzelne Krafteinheiten sind auf jeden Fall nicht gesundheitsschädlich. Das wohl Wichtigste, was keiner bei diesen Temperaturen vergessen sollte, ist ausreichend zu trinken. 3 bis 4 Liter am Tag wären ideal. Dabei ist die Temperatur des Getränks entscheidend. Das weiß auch Tina Senftleben. Sie ist Diätassistentin in der Rea Vita. Man legt immer gerne Wasser oder Tees in den Kühlschrank, was man eigentlich vermeiden sollte, weil der Körper versucht dann immer das Wasser bzw. die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu senken bzw. zu erhöhen und dadurch man viel, viel mehr ins Schwitzen gerät, als wenn man Zimmertemperatur Wasser trinkt bzw. auch heiße Tees gerne trinken. Allgemein sollte der Tagesverlauf der Hitze angepasst sein. Gerade in der Mittagszeit sollte man sich nicht draußen aufhalten. Tätigkeiten im Freien lieber morgens oder abends erledigen. Die Cottbusser haben da so ihre eigenen Tricks. Warm duschen und nicht kalt. Weil Wärme ist, also auf jeden Fall ist es so, wenn man wieder kalt duscht, dass man hinterher wieder schwitzt. Obst, Gemüse essen, frisches, das kühlt ab ein bisschen, ja, und Schatten natürlich. Ich bleibe im Kühlen. Ich habe ein schönes, kaltes Büro und da gefällt mir das. Da gehe ich jetzt rein und dann bleibe ich den ganzen Tag da drin. Egal wie, das Motto ist, bloß nicht überanstrengen. Also wir sollten alle einen Gang zurückschalten, egal ob jung oder alt. Viele ältere Leute vergessen schon an normalen Tagen das Trinken. Die sollten wirklich immer mehr darauf achten, noch mehr zu trinken als 1,5 Liter am Tag. Da immer Erinnerungen setzen wie einen Wecker oder sich irgendwo ein Zettelchen hinkleben, trinken nicht vergessen. Das gilt aber genauso wie für uns. Um dem Wasser mit Zimmertemperatur ein bisschen mehr Geschmack und Frische zu verleihen, kann man es einfach mit ein paar Zitronenscheiben und etwas Minze oder Zitronenmelisse verfeinern. Wahlweise gehen auch verschiedene Beerenarten. So lassen sich dann auch die heißen Tage gut überstehen.